Heute trifft der FC Bayern München auf den VfL Bochum und es könnte tatsächlich das letzte Spiel von Thomas Tuchel sein. Es ist ein absolutes Endspiel für Tuchel, die Entlassung, die droht heute. Passend dazu scharrt schon einer mit der Hufe, denn tatsächlich möchte Jose Mourinho wohl jetzt unbedingt der neue Trainer des FC Bayern Münchens werden und ist richtig heiß auf diesen Job. Und wir gucken uns nochmal ein Trio an, was beim FC Bayern München jetzt wohl über einen Abschied im Sommer nachdenkt. Das Trio Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Mattes de Ligt. Alles dazu und noch mehr gleich hier in diesem Video. Vorab, lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Zudem, ich habe eine Website veröffentlicht, www.bully-insight.de. Dort fange ich jetzt gerade an, mit mehreren Personen gemeinsam die Seite aufzubauen. Dort findet ihr aktuelle Bundesliga-News, natürlich aber auch was zu allgemein allen Transfer-News in der Fußballwelt, internationale Top News, aber natürlich auch ein bisschen kleinere Ligen. Es geht auch in die zweite Bundesliga rein, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Schaut da gerne mal vorbei und wenn ihr Bock habt, selber dort Inhalte zu veröffentlichen, kontaktiert mich bei der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse. Aber lasst natürlich trotzdem ein Abo hier auf dem Kanal da, denn auch hier verpasst ihr keine News. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Ja, es ist ein absolutes Endspiel für Thomas Tuchel. Die Bayern-Bosse, sie haben es mittlerweile entschieden. Nein, es gibt keine Jobgarantie mehr. Nein, es gibt jetzt hier Druck für den Trainer. Denn sollten die Bayern heute gegen den VfL Bochum verlieren, dann wird man wohl tatsächlich die Reißleine ziehen und Thomas Tuchel entlassen. Der Hintergrund ist ganz klar. Die Bayern, sie stecken in einer Formkrise und man darf die wichtigen Wettbewerbe nicht aus dem Auge verlieren. Sollte man da heute tatsächlich gegen Bochum Punkte liegen lassen, dann wäre das natürlich das komplette Aus für Thomas Tuchel. Und Bochum ist gar nicht mal so schlecht drauf. 2 Unentschieden zuletzt, dann sogar ein 1:0 Sieg gegen VfB Stuttgart, dann wieder Unentschieden gegen Bremen, zwischenzeitlich nochmal 3:1 gegen Dortmund verloren. Wie gesagt, die sind nicht so schlecht drauf. Man hat zwar im Hinspiel mit 7:0 gegen die Bayern eine richtige Packung bekommen, aber jetzt könnte man theoretisch mal hier mit einem Unentschieden oder einem Sieg definitiv die Großen ärgern. Und das ist natürlich auch das große Ziel der Bochumer. Sie haben hier in diesem Spiel absolut nichts zu verlieren. Bochum ist auf dem Tabellenplatz 15 mit 22 Punkten. Muss man da schauen, dass man nicht da unten in den Keller reinrutscht und möglicherweise gegen den Abstieg spielt. Also, dass man gegen den Abstieg spielt, das ja sowieso. Aber dass man halt möglicherweise dann nicht noch in die zweite Liga-Runde rutscht. Und für Bayern ist klar, sie sind gefordert. Sie müssen Punkte holen. Sie müssen in der Bundesliga oben dranbleiben. Sie müssen am Tabellenführer Leverkusen dranbleiben. Und ein Dreier gegen Bochum, das ist Pflicht. Sollte das heute um 17:30 schief gehen, dann ist Thomas Tuchel seinen Job los. Wer es dann machen könnte, wie gesagt, da gibt es ja diverse Kandidaten und einer davon, der ist wohl richtig heiß. Das ist nämlich Jose Mourinho. Er ist richtig heiß auf den Bayern-Job. Er drängt darauf, dass er es schaffen kann. Er lernt bereits Deutsch. Das ist eine der Fremdsprachen, die ihm wohl noch fehlt und er möchte wohl zu den Bayern. Das wurde jetzt auch nochmal durch die Bild bestätigt. Er ist heiß auf den Job. Er hat in England, Spanien, Portugal und Italien die Titel geholt. Er möchte jetzt auch noch in Deutschland den Bundesliga-Titel einfahren und da möchte er natürlich zur absoluten Top-Adresse, nämlich zum FC Bayern München. Man sagt auch, dass der Special One, das Special One, ein großer Gewinn für die Bayern wäre, weil er natürlich eine sehr, sehr gute Mentalität hat. Die Spielphilosophie, die würde aber eigentlich nicht so gut zum FC Bayern München passen. Ja, er ist ein Top-Trainer. Ja, er ist ein sehr, sehr eigener Charakter. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er sich gerade gegen die, ich sage mal, so starken Bayern-Spieler, die so mentalitätmäßig zumindest immer mal so sind, man hört ja Kimmich, der sagt, nee, ich spiele nicht Rechtsverteidiger. Ich glaube, er würde unter Mourinho Rechtsverteidiger spielen. Der würde keinen Weg dran vorbeiführen. Wenn dir er etwas sagt, dann könnte es etwas werden. Die Frage ist halt eben, wer könnte es bei einem Tuchel-Rauswurf sonst machen? Mit Hansi Flick könnte man einen Trainer zurückholen. Die Frage ist, ob Flick derselbe Bock drauf hat, für eine halbe Saison zu den Bayern zu kommen. Mourinho könnte kommen, sollte er einschlagen. Geht es im Sommer für ihn weiter? Sollte es nichts werden, kann man ihn im Sommer wieder entlassen und dann doch den Wunschkandidaten Xabi Alonso holen. Jose Mourinho, er drängt auf jeden Fall darauf, dass er der neue Bayern-Trainer werden soll. Und man muss sagen, es gibt ja, wie gesagt, nicht so viele Optionen, die man hat. Und Mourinho ist eben auch frei. Seit seinem Rauswurf bei der AS Rom hat er keinen Club mehr. Ist zwar erst 1,5 Monate her. Trotzdem wäre er theoretisch einer der Kandidaten, die auf jeden Fall mal zum engsten Kreis gehören, wenn es um eine Nachfolge von Thomas Tuchel geht. Fraglich bleibt natürlich hier bei so einem Szenario nur, wie es dann im Sommer weitergeht. Mourinho für ein halbes Jahr, weiß ich nicht, ob er das machen würde. Wenn dann natürlich eher so in Richtung, ja, langfristig auch hier übernehmen.
übernehmen. Die Bayern-Fans, ja, man muss sagen, die sind nicht so ganz überzeugt von dem ganzen Thema. Man sagt zwar, okay, der würde den Spielern schon in den Arsch treten, das wäre so gut, aber die Spielidee, die er hat, die passt einfach auch nicht so wirklich zu ihm. Und er ist auch nicht mehr der große Name, der er mal war. Sein letzter Titel war 2015, ist also auch schon eine ganz schöne Ecke her. Bin ich mal gespannt, ob man hier vielleicht die Bayern-Fans noch vom Gegenteil überzeugen kann. Aber damit kommen wir zu einem weiteren Thema. Denn ein Trio des FC Bayern Münchens von Leistungsträgern, das überlegt wohl tatsächlich, den Verein im Sommer zu verlassen. Und dieses Trio, das soll Mathis de Ligt, Joshua Kimmich und Leon Goretzka sein. Drei potenzielle Leader, die liebäugeln jetzt wohl mit einem Abschied. Bei Joshua Kimmich ist es klar, sein Vertrag, der läuft in 2025 aus. Sollte dieser Vertrag bis zum Sommer nicht verlängert werden, dann wären wohl auch die Bayern dabei, ihn zu verkaufen. Auch die Bayern überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, mit Joshua Kimmich nochmal zu verlängern. Und natürlich so auch der Spieler selbst. Da ist aktuell noch nicht klar, wie es weitergeht. Es gibt Interessenten auf der ganzen Welt. Manchester City gehört unter anderem zu diesen Interessenten. Und auch sie würden gerne Kimmich holen. Man würde damit auf jeden Fall einige Millionen einnehmen. Man würde natürlich auch einen Leistungsträger, einen Stammspieler verlieren. Einige Bayern-Fans, die würde das natürlich vermutlich sogar sehr, sehr glücklich machen. Ich kann euch dazu aber jetzt eher nichts sagen. Also wie gesagt, ich würde einfach mal sagen, ja, vielleicht ist es ein guter Schritt, wenn man sich im Sommer trennt. Vielleicht wäre es aber auch ein Fehler. Da wie immer eure Meinung auch in die Kommentare. Ein weiterer Spieler, das ist Leon Goretzka. Ja, tatsächlich, Leon Goretzka, er überlegt auch, wie es für ihn weitergehen könnte. Bei Leon Goretzka ist es eben seine Form, die ist so ein Auf und Ab, das passt nicht so richtig. Seine Beziehung zu Thomas Tuchel, die soll sowieso etwas schwierig sein. Und auch Leon Goretzka, der denkt aktuell aktiv über seine Zukunft nach, hat aber auch noch keine so richtige Entscheidung getroffen. Da geht es natürlich auch viel darum, wer ist Trainer ab Sommer, wer wird im Sommer geholt. Wenn ein echter Sechser kommt, hat Leon Goretzka dann überhaupt noch eine Chance auf einen Stammplatz, wenn Kimmich bleiben würde? Oder würde dann Kimmich gesetzt sein neben solch einem Sechser? Auch die Bayern-Fans, da gibt es immer wieder Kritik in Richtung Leon Goretzka. Er soll nicht so gut ins Spiel passen, soll nicht gut sein. Man will lieber mit Pavlovic und Kimmich spielen, als mit Leon Goretzka und Kimmich. Das Duo wäre nicht mehr verhältnismäßig. Und wie gesagt, das könnte natürlich trotzdem sein, dass hier Leon Goretzka sich gegen die Bayern entscheiden würde. Man würde wohl dem Spieler auch keine Steine in den Weg legen, denn er wird genau beobachtet, wie ich euch das auch schon in den letzten Tagen berichtet habe. Und der dritte im Bunde, das ist ganz klar, das ist Mathis de Ligt. Bei ihm geht es um die Spielzeit. Das ist klar. Bei der 0-1-Niederlage gegen Lazio war er nicht in der Startelf, kam dann hinten raus noch rein, aber er muss auf jeden Fall viel spielen, das weiß der Niederländer selber. Er weiß auch, dass er, sobald Min Jae Kim und Upamecano fit sind, nur noch als Verteidiger Nummer 3 hinten ansteht, und jetzt ist auch noch Eric Dier da, der ihm auch noch so ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Und da gab es jetzt auch öffentliche Widersprüche, denn De Ligt wurde nach dem Spiel gegen Lazio gefragt, ja, hier, was war denn los, warst du nicht fit? Er sagte, nein, ich war topfit. Thomas Tuchel sagte, er war nicht so wirklich fit, und da merkte man schon, das ist auf jeden Fall eine Unstimmigkeit zwischen den beiden, die jetzt auch mittlerweile an die Öffentlichkeit tritt. Hingegen gibt es mit seinem Ex-Trainer Erik Ten Hag einen Trainer bei Manchester United, der ihn wohl sehr, sehr gerne haben möchte, und da soll es im Sommer wohl auch zu einem Angebot kommen. Und wenn seine Situation sich bis dahin nicht geändert hat und die Bayern mit Thomas Tuchel fortfahren, dann könnte es für De Ligt dann beim FC Bayern München zu Ende gehen. Das sind die drei Kandidaten, die jetzt möglicherweise den FC Bayern München verlassen. Was ist eure Meinung zum Thema? Was glaubt ihr? Wie geht das Spiel heute aus? Ich bin gespannt. Meine Analyse zum Spiel direkt nach Abpfiff. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.